mit der ersten Halbzeit gut 10 Minuten von entfernt. Jana Dischau, ich bin mal gespannt, ob sie wieder links unten von sich aus wirft. Nein! Da hat sie die ersten beiden hingeworfen, jetzt hat sie mal gewechselt und dann geht er gleich vorbei. Ja, der zweite Fehlwurf auf Mecklenburger Seite beim vierten. 7 Meter. Ja, man muss jetzt mehr Ballsicherheit einfach gewinnen und auf die Deckung. Jetzt sieht man, man stößt richtig auf die Deckung rauf, man hat den Platz. Eigentlich darf das auch mal einen Freiwurf geben. Das haben die Berliner hinter uns genauso gesehen. Gut festgemacht, Herr Danica Gaminski. Aber es war an sich schön gespielt, aber der schnelle Pass nach außen hat gefehlt. Der kam zu langsam. Einmal das und zweitens aber auch eben halt wurde sie von der Gegenspielerin gestört. Aber was man eben auch hier gesehen hat, das Rückzugsverhalten von Berliner TC funktioniert momentan. Das Festmachen hier Mitte der eigenen Hälfte, das ist schon in Ordnung. Man hat irgendwie den Anschein, dass Mecklenburg nur noch den Ball nach links geben will. Komm, mach was draus mit dem Kreis zusammen. Alle anderen sind vom Tor her zu passiv. Aber wie gesagt, solange Berlin nicht das Tor trifft, reicht das. Ja, 15:12 Annika Kaminski mit ihrem fünften Treffer in diesem Spiel. Ja, sie müssen quasi jetzt das weiterspielen, was du gesagt hast. Ne? Wie wir es eben gesehen haben, nur dann konsequent auch den Pass nach außen und schnell rausspielen. Und mal sehen, jetzt kreuzen sie an. Und einmal der technische Fehler auf Berliner Seite, dann der Fangfehler auf Mecklenburger Seite. Und jetzt die Möglichkeit von außen und dann hat man auch noch Pech. Anja Ehrenberg mit dem Pfostentreffer und Kaminski geht durch, Schrittfehler und es gibt Freiwurf für den Mecklenburger SV. Da haben sie jetzt Glück gehabt. Also wenn die Schiedsrichter konsequent gewesen wären, vorhin haben sie dafür 2 Minuten gegeben. Dann sind es jetzt eigentlich auch 2 Minuten. Aber hier war jetzt nochmal der Wechsel, Abwehrangriffwechsel zwischen der Nummer 14 und Nummer 13 auf Berliner Seite. Die 13 kam mit dazu. Nein, aber eben auch gesehen, anstatt die Kreuzung versucht man wieder klein auf engstem Raum den Kreisläufer anzuspielen, der durch 2 Leute gedoppelt wird. Anstatt eben halt denn jetzt Kreuzung wird gespielt, Mitte holt halb, an den Parallelpass zum anderen halben mitzuspielen und dann kommt man in die Bewegung. Dann stößt man auf die äußere Lücke rauf, hat den Außen frei und dann muss man das machen. Also es ist eben halt... Ja, zu wenig durchdacht auf Berliner Seite noch. Sie haben die Möglichkeiten, sie müssen sie langsam nur erkennen. Ja, und dessen nutzt hier der Mecklenburger SV seine Möglichkeit. Kaminski, schönes Kreisanspiel auf Bönke. Steffi Bönke mit ihrem dritten Treffer. 16:12. Ja, da hat die Zuordnung mal nicht gestimmt. Und wir warten jetzt eben halt in der zweiten Halbzeit auf das erste Tor. Auf das zweite Tor von Berlin. Sie müssen was machen. Und zwar auch hier, jetzt wird versucht. Druck. Aber wenig zum Tor. Man sieht es auch an der Körperhaltung. Jetzt spielt man jetzt ohne Tippen den Parallelpass. Dann ist man früher da, die Abwehr ist noch nicht da, man hat den leichten Wurf. Wenn man das macht, ohne das Tippen den Pass spielen, ist es auch einfach. Ja, man möchte sie ihnen ja fast zurufen. Und mal gucken, was Mecklenburg an der Dessen anzubieten hat. Und mich wundert jetzt so ein bisschen, was sie in Unterzahl gemacht haben, was sie jetzt nicht nehmen, dass sie jetzt Kaminski nicht rausnehmen. Na, ich denke, dass es nicht mehr lange auf sie warten wird, dass der Trainer da auch nochmal das Mittel sieht. Weil vom Prinzip her ist es nur diese Achse. Mitte mit der Halbposition in Zusammenarbeit im Kreis. Und jetzt der Konter und die Möglichkeit für Berlin, hier quasi in die zweite Halbzeit zu kommen. Und da gibt es jetzt 7 Meter und nach meinem Dafürhalten wären das 2 Minuten. Ja, wenn man es auf der einen Seite gibt, muss man es auf der anderen auch sehen. Aber jetzt werden wir mal gucken, wie Dorf Mecklenburg einmal die Auswechslung hier verkraften wird von Frau Annika Kaminski. Ah, das ist jetzt vom Trainer nicht taktisch clever gewählt, seiner Spielerin vor... zu viel Zeit zum Überlegen zu geben, wo sie einen 7 Meter hinwirft. Das ist immer kein gutes Zeichen für einen 7-Meter-Schützen, wenn der Trainer da, oder wenn es eine Spielunterbrechung gibt. Weil bei vielen Unterbrechungen vor dem 7-Meter-Wurf geht er meistens immer vorbei. Können wir Anna mal fragen. Das werden wir definitiv nachholen.
Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie Theresa Loll das löst. Es ist der 4. 7-Meter für den Berliner TSC. Und der Prophet an meiner Seite. Ist halt so. Das war wirklich zu viel Zeit. Und da muss der Trainer sich eben halt auch mal hinterfragen lassen, warum er das jetzt getan hat. Klar, Schiedsrichter haben keine Zeitstrafe gegeben, aber was willst du tun? Sie werden es nicht nachholen, nur weil du diskutierst. Ja, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Rückenbrecher gerade, dass man selbst den ersten Konter und den daraus resultierenden 7 Meter nicht verwandelt. Jetzt hat Bönke diese Kaminski-Position eingenommen und Judith Reves geht auf die halbrechte Position, die vorher von Bönke eingenommen wurde, aber das war gestellt, jetzt passives Spiel, völlig zurecht, weil da passierte ja gar nichts gerade und der Wurf geht dann vorbei. Aber da war jemand dran am Block. Irgendwie scheint der Ball heiß zu sein. So oft wie er hier außen dann fallen lassen wird. Oh, das ist aber unfair mit. Kam der Fuß nochmal hoch von der Torhüterin. Klar, 6 Meter Raum ist Torhüterraum, aber naja. Wichtig ist, dass der Berliner TSC jetzt einfach getroffen hat, um weiter im Spiel zu bleiben. Christiane Wichert mit dem Treffer zum 16:13. Ja, aber auch da, ich meine, mein Anmerk von hier, von der Position auch täuschen, aber die Torhüterin von Dorf Mecklenburg steht ziemlich weit in eine Ecke während kommt. Das ist mir beim ersten schon aufgefallen, der zum 7 Meter führte. Und jetzt wieder, dass sie die eine Seite so offen hat. Sehe ich das falsch? Du überfragst mich gerade, ich habe gar nicht so richtig drauf geachtet. Aber schön, dass du auf die Torhüter genau achtest. Wir mal gucken, vielleicht haben wir jetzt nochmal die Möglichkeit. Nee, es wird langsam ausgespielt. Erneut der technische Fehler von Dorf Mecklenburg. Wichtig jetzt aus mitnehmen. Abgeräumt. Ja, dann muss es aber auch, wenn sie so gefällt wird, muss es auch einen Freiwurf geben. Gut gespielt, mit Druck. Ja, aber bei den Torhütern, das ist spekulativ immer zu arbeiten. Jeder hat sein eigenes Torhüterspiel, wenn sie relativ sprungstark ist, eben halt nur mal in die Ecke mit rüberkommt, dann kann sie ruhig ein bisschen mehr anbieten. Und Bönke nutzt die sich bietende Lücke, jetzt gibt es noch 2 Minuten hinterher. Gegen Christiane Fichert. 17:13. Ja, wenn sie das anfangen zu pfeifen, dann haben wir, glaube ich, in diesem Spiel 5 bis 10 Zeitstrafen mehr. Auch auf der anderen Seite, weil entweder ich lasse laufen oder ich spiele es mit. Diesmal haben sie es nicht laufen lassen, 2 Minuten gegeben, aber dann müssen sie es auf der anderen Seite auch geben. Ja. Ja, jetzt der 7 Meter für den Berliner TSC. Da versuchen sie gerade, das eben halt gut zu machen, was sie auf der anderen Seite gemacht haben. Das wäre jetzt, wenn du hier einen Freiwurf gibst, dann ist es normal, dann ist es okay. Tor durch die Nummer 17 von Berlin. Ja, Anja Ehrenberg mit ihrem 2. Treffer in diesem Spiel. Dem 17:14 und Berlin kommt jetzt noch langsam ins Rollen. Aber ganz langsam. Das ist konsequent von den Schiedsrichtern, Strafe gegen die Bank, gegen den Trainer, der meinte, dass der 7 Meter nicht richtig ausgeführt wurde und dadurch endlich mal ein Schiedsrichter gespannt, was es richtig auslegt. Wenn es eine gelbe Karte gegen die Bank gibt, dann ist es auch ein Ballwechsel. Wir sehen viele, viele gelbe Karten oder viele Strafen gegen die Bank, aber wo dann eben halt die Mannschaft trotzdem im Ballbesitz bleibt, ohne Ballwechsel, und hier haben die Schiedsrichter endlich mal so gepfiffen, wie es richtig ist. 7 Meter, Abwehr durch den Kreis. Ja, und da hat der Trainer jetzt auf Mecklenburger Seite seiner Mannschaft keinen Gefallen getan. A, einmal mit der Strafe und dem Ballwechsel. Und B, wenn eine 50-50 Entscheidung ist, dann kann es auch mal nach dem Diskutieren auch eine Entscheidung für den Gegner geben. Steffi Bönke muss jetzt runter mit 2 Minuten. Und Anja Ehrenberg verwandelt auch diesen 7 Meter, ihr dritter Treffer, zum 17:15. Ja, wie du es angesprochen hast, kommt Berlin jetzt in der zweiten Halbzeit ganz langsam in Fahrt.
vierte Tor nach 11 Minuten. Aber Dorf Mecklenburg macht es momentan ja auch nicht besser. Und da haben sie gut aufgepasst und jetzt hatte den Schwung aber nicht. Jetzt müsst ihr einmal gucken. Aber der Pass war schlecht. Und durch den Kreis gelaufen. Da ist die Chance natürlich weg. Das wäre es natürlich jetzt gewesen in Mecklenburg in Unterzahl. Nee, nicht ganz. Jetzt sind sie in Unterzahl. Jetzt darf Berliner TSC aufführen. Die waren ja auch noch mit einer 2-Minuten-Strafe belegt. Und dann hier auf ein Tor rankommen. Da hat man es Mecklenburg jetzt sehr, sehr schwer gemacht für den Rest des Spiels. Richtig. Jetzt hält es auf Mecklenburg aber das Spiel relativ eng. Lässt das Verteidigen auf Berliner Seite leicht zu. Auch hier mal einen Außen vielleicht weit rausstellen, Lücken schaffen. Arbeiten weiter gut hinten in der Abwehr, konsequent zusammenrücken. Passives Spiel wieder angezeigt. Das sind so die Einzelaktionen, die gerade die Dreves häufiger machen muss. Jetzt macht es Jana Dürschauer mit einer einfachen Täuschung. Ja, ihr dritter Treffer in diesem Spiel. Und im Gegenzug das Tor für den Berliner TSC durch Daniela Höring. Wenn sie schnell abschließen wollen, dann halt so. Mit Druck, mit Bewegung, aus dem Tempo herauskommen, einfache Bewegung zum Kreuz, hochgehen, Tor. Das ist neben den Kontern relativ einfach gehalten, schnelle Mitte. Die haben erkannt, Dorf Mecklenburg ist in Unterzahl, sie sind schlecht im Umkehrverhalten. Jetzt füllen sie wieder auf, das nebenbei noch. Schlecht im Umkehrverhalten, da muss man das mal nutzen. Aber da muss ich mal mit Konzept spielen und nicht einfach irgendwie sinnlos den Ball nach vorne tragen. Die Bönke. Jetzt also holt er den Freiwurf. Bringt er die Abwehrbewegung, aber fehlt natürlich der Pass dann, um die Lücke zu schaffen. Ja, nach dem fünften, sechsten Schritt kann man die Abwehr auch mal in Bewegung bringen. Mehr war es ihm gerade nicht. Und Bönke scheitert an Agnes Schwarz. Und Ballbesitz Berliner TSC. Gesehen. Sengeleben kommt jetzt wieder ins Spiel auf Außen. Technischer Fehler reklamiert von den Zuschauern. Schiedsrichter ahnten es nicht. Und das Tor von Wiechert nach technischem Fehler abgepfiffen. Ja, da hatten sie eben aber gut dran, die Situation abzupfeifen, auch wenn es vielleicht keine Schritte waren. Aber es ist ja einfach so. Einfach so. Drüben auf der anderen Aktion eine grenzwertige Entscheidung, auch wieder, hätte man zweimal geben können, haben sie nicht, so nehmen sie das erste Tor.